So, ich begrüße euch zu einem neuen Part von Advance Wars 2 Black Horizon, dem 41. Also es ist schon richtig heftig, wie viel wir schon geschafft haben. Und wir werden auch in diesem Part diese lustige Mission hier schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher, es ist jetzt schon der 5. Part, die wir diese Mission hier machen. Das ist schon richtig heftig, wie ich finde. Und ja, ich würde sagen, Maverick wird gleich Geschichte sein. Denn so viele Einheiten hat er ja nicht mehr. Er steht praktisch vor einem riesigen Scherbenhaufen. Ja, und man merkt hier, es ist nicht mehr viel, was Maverick hier noch zu bieten hat. Gut, und unser Ziel ist es jetzt nur noch, seine restlichen Einheiten zu zerstören. Oder, so schnell es eben geht, jetzt noch zu seinem Hauptquartier zu kommen. So, besiegen wir gleich noch das Ding hier. So, der Jäger werden wir auch nicht mehr brauchen, aber gut, nehmen wir den nochmal mit. Ich glaube, ich werde zwar nicht mehr schaffen, da zu dem hinzukommen mit Igel, aber mal gucken. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wer den finalen Schlag ausführen wird. Es wird wahrscheinlich Kanbei sein. Denn er hat ja da praktisch eine Infanterie, oder was heißt Infanterie? Infanterie, Quatsch. Eine lustige, einen lustigen Raketenwerfer, da ja noch stehen in der Range. So. Selbst Kanbei ist sogar mit einem Bomber noch hierher gekommen. Aber gut, so viel bringt das nichts mehr. Ja, von mir aus machst du noch das hier. Ja. Gut. So, Andy ist noch dran. Der darf hier sich noch ein, zwei Gebäude hier holen. Wir müssen ja auch nicht mehr so viel machen als notwendig. Ich werde dann noch den hier mich hier draufstellen. Der kann auch dahin gehen. Der Titanpanzer. Der kommt da nicht mehr hin. Okay, ja, dann würde ich sagen, ja, gut. Dann ist die Fabrik schon mal blockiert. Er hat ja keine Einheiten mehr. Das ist auch heftig. Ja, und kommen auch mit dem hier ein bisschen hin. Gut, ich würde sagen, dann sind wir auch mit Andy fertig. Und Kanbei wird jetzt den finalen Schlag ausführen. Und damit wäre Maverick Geschichte. Boom. Ist dies das Ende? Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Ich habe keine. Entscheidet selbst. Und Sie, Kommandant, haben Sie vor, mit der Fabrik in Flammen aufzugehen? Na, sie war sehr wichtig, aber ich würde mich niemals selbst opfern. Geh nun, nimm die Beine in die Hand, denn ich tue es nicht für dich. Jawohl. Leb wohl, Kommandant. Pah, ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas einmal passieren würde. Aber ich überlebe. Das Leben bietet den Lebenden immer eine Chance. Die Fabrik wurde besetzt. Und der gegnerische Co? Verschollen. Er verschwand in dem Moment, als die Fabrik gesichert war. Wirklich? Gute Arbeit, Soldat. Danke, Kommandantin. Es ist endlich vorüber. Nun kehrt wieder Frieden in Green Earth ein. Oh ja, das ist fein. Wie? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Was meinst du? Einfach nur fein. Ich hatte etwas mehr Begeisterung erwartet. Oh, ich bin begeistert. Ich brauche nur eine Mütze Schlaf. Uah, ich bin erledigt. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg. Wir als Verbündete freuen uns mit euch. Wir hätten es ohne eure Hilfe niemals geschafft. Ich danke euch im Namen von ganz Green Earth. Das zu hören war der Reise hierher wert. Ja, das ist wahr. Nun, Co. Eichel, hier konnte das Schlimmste verhindert werden, aber... Ja, der Krieg ist noch nicht vorüber. Das stimmt. Ihr wisst, wo diese Pipeline endet. Wo endet sie wohl? Die spannende Frage. Black Hole muss auf dem eigenen Territorium besiegt werden. Sonst ist dieser Krieg nie zu Ende. Oh, ein Großsturmangriff auf das eigene Hauptquartier von Black Hole. Mir scheint, der Kampf wird tatsächlich noch etwas härter. Nicht, dass die bisherigen Schlachten ein Kinderspiel gewesen wären, aber was uns noch bevorsteht, wird schlimmer. Doch wir geben nicht auf. So sieht es aus. Und das ist der Sieg und der Rang und der Rang. Es wird ein S-Rang. Wow, ich bin erstaunt. Ich bin richtig erstaunt. Also ich glaube, ein S-Rang ist mir hier noch nie gelungen. Respekt. Ist ja super, dass es dann endlich im Let's Play klappt. Ist doch super. Als nächstes die Black Hole Gefechtsstation. So sieht es aus. Also das lief echt ziemlich gut. Gut, Andy musste ein bisschen Schaden nehmen, aber sonst
Gut, und ein, zwei Runden haben wir für die maximalen Punktzahl gefehlt, aber ja, wie gesagt, also ich bin mit dem S-Rang mehr als zufrieden, also was Besseres gibt's ja nicht. Gut, damit wäre das letzte Gefecht von Green Earth erledigt und wir kommen zu einer schwarzen, in ein schwarzes Gebiet mit einer schwarzen Flagge. Das sieht heftig aus. Und es gibt wieder mal eine 6-Sterne-Mission. Und der Gegner, das ist Sturm. Ja, also der Gegner aus dem ersten, der... Okay, da ist jetzt mal was runtergefallen. Das ist natürlich nicht gut, sollte nicht passieren. Aber egal, die Aufregung ist schon ins überall zu spüren. Zerstöre die Black Hole Gefechtsstation. Hm? Also, sieht zwar interessant aus, aber für eine Finalmission irgendwie ein bisschen, naja, nicht so berauschend, aber gut. Aber ob das wirklich das Finale ist, wer weiß. Wir werden jetzt erstmal gucken, was der Sturm hier zu sagen hat. Der Gegner aus Advance Wars 1 und 2. Kommandant Sturm, oh, und diese Musik auch, die wir auch schon im ersten Teil gehört haben. Das feindliche Heer ist also eingetroffen. Ich zermalme sie. Kommandant Sturm, lassen Sie mich das machen. Helmut ist ein Versager, Co-Sturm. Überlassen Sie mir das Kommando. Ich habe das Kommando. Wie meinen? Ich will mich selbst von der offenbarten Stärke des Feindes überzeugen. Ihr zwei Unseligen erstattet Bericht an der Abschussrampe und assistiert Cat. Verstehe. Jawohl, Kommandant. Endlich sind sie weg. Diese geistlosen Trottel haben sich als vollkommen nutzlos erwiesen. Wenn ich hier fertig bin, werde ich geeignete Maßnahmen ergreifen. Oh. Ja, wir haben jetzt wieder die Qual der Wahl. Wir können alle Kurs an allen Plätzen auswählen. So, und wen werde ich da wählen? Wir werden in Orange Star Annie nehmen, in Blue Moon Kit und in Green Earth Aichel. Kommt euch diese Kombination nicht bekannt vor? Ja, ich denke schon. Das war ja auch die Kombination im Finale von Advance Wars 1. Und diese Kombination darf auch im Mission 33, dem heißen Gefecht. Ihr könnt unter Beweis stellen gegen Sturm. Da wären wir endlich. Die Black Hole Gefechtsstation. Gefechtsstation hin oder her? Ich weiß nur, dass hier alles Raubgut aus Orange daher gesandt wurde. Das bestätigen unsere Alliierten. Das heißt, wenn wir sie besetzen, bekommen wir unser ganzes Geld zurück. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wie meinst du das, Nell? Dass alles hierher geschickt wurde, heißt nicht, dass es immer noch hier ist. Soll das heißen, die Sachen wurden an einen anderen Ort gebracht? Wie kommst du auf den Gedanken? Na, die haben das sicher nicht aus Jux und Säuderei zusammengestohlen. Sie haben sicher einen Plan und unser Zeug wurde wahrscheinlich dorthin gebracht, wo sie es brauchen. Klingt das plausibel, Nell? Kit, du hast vollkommen recht. Wir müssen also unbedingt herausfinden, was sie wirklich vorhaben. Wie auch immer, wir müssen in jedem Fall angreifen. Je länger wir warten, desto stärker wird ihre Abwehr. Unser Hauptziel... Unsere Direktive lautet Zerstörung der drei schwarzen Geschütze. Hm? Nur die Geschütze? Bist du da wirklich sicher, Sonja? Erst wenn sie weg sind, können wir den Gegner ungestört attackieren. Ohne den Schutz dieser Waffen werden sie verunsichert zurückweichen. Oh, und wenn sie das tun, wissen wir, ob das wirklich ihr Hauptquartier ist oder nicht. Ich verstehe. Das ist brillant, Kommandantin Sonja. Unbestreitbar sind hier Distanzwaffen unsere beste Chance. Die andere alles entscheidende Frage ist die der Chorauswahl. Außerdem müssen wir das Feuer der schwarzen Geschütze meiden. Okay, legen wir los. Ja, und deshalb habt ihr ja schon bemerkt, und wir haben auch schon die Hälfte des Bars wieder rum, nicht schlecht, dass ich Kit genommen habe. Denn, wie gesagt, der Fernangriff ist hier von enormem Vorteil. Gut, und wie ihr wahrscheinlich auch sehen könnt, werden wir wohl es nicht schaffen, diesen schwarzen Geschützen auszuweichen von der Range. Und deshalb werde ich da auch ein paar Einheiten brauchen, um den schon mal hinzulocken. Und das werden ein paar Bomberchen sein. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit ein paar Infanteries. So, und natürlich müssen wir auch aufpassen vor diesen riesigen oder diesen gefährlichen Lasern hier. Die kennen wir ja auch schon. Die sind auch nicht so ohne. Aber mein Ziel ist nicht nur, diese hier zu zerstören, sondern auch, dass ich mich um diese hier kümmere, weil
Weil, wenn ich nur diese Seeeinheiten hier zerstöre, dann wird mein Rang definitiv miserabel. Und mein Kraftrang. Und deshalb werde ich auch gucken, dass ich diese 4 Einheiten hier außen zerstöre. Um diese Kampfpanzer habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mich darum zu kümmern. Deswegen. So, Aigel, der kann ja nochmal das hier bauen. Dann machen wir auch noch einen Teheli mit für ihn. Sehr schön. Boah, und die Musik von Sturm. War ja richtig lange her, das letzte Mal, und jetzt kommt sie wieder hier. Ja, und vielleicht erinnert ihr euch noch an seine Gabe. Vielleicht werden wir sie auch noch sehen. Ich bin ehrlich, ich will sie nicht sehen. Aber es wird es wird passieren. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Gut, natürlich sollten wir uns auch erstmal darum kümmern, hier ein paar dieser Städte einzunehmen. Genau, und ich habe auch vergessen, das zu zeigen. Also den Screen hier von ihm. Sturm, Oberbefehlshaber von Black Hole, mysteriöser Invasor aus einer anderen Welt. Fein, Invasion, nein, Frieden. Überlegende Feuerkraft aller Truppen, Wegkosten sind auf jedem Gelände gleich, schwach bei Schnee. Schwach bei Schnee, das wäre ja auch was für Olaf gewesen, aber gut. So, die Gabe habe ich extra übersprungen, ich kann euch nur mal zeigen hier. Sturm konzentriert alle seine Energie auf seine Spezialgabe, die so gewaltig ist, dass er keine normale Co-Gabe braucht. Ja, und was das für eine Gabe ist, Spezialgabe, das werden wir schon sehen. Ja, und wie wir schon sehen können, hier enorme Feuerkraft bei allen Einheiten. Aber gut, würde ich sagen, ist ungefähr, ja, egal, passt schon. Gut, wir machen mit Andy noch einen Bomber. Ja, es wird hier auf jeden Fall ein sehr, ja, ich sag schon fast ein sehr merkwürdiges Gefecht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das war hier, wo die Straße ist, ne? Okay, da wäre ein Laserpunkt. Und hier, okay, vor der Straße, also nach der Straße hier, okay. Okay, verstehe. Wir bauen mit ihm... wir bauen mit ihm eine Artillerie. Schon mal. So, der Aigel. Der Aigel. So, dann bringt den hier rüber, der folgt danach. Und dann sparen wir mit ihm auf einen Bomber. Ja, man hat hier wohl nicht so viel versprochen, dass jetzt die Action richtig losgeht. Ja, man könnte fast schon so sagen, dass was wir vorher erlebt haben, war nur das Einspiel mit dem großen Seegefecht. Jetzt geht die Action richtig los. So, der wird sich mal, die beiden werden sich mal hier rum kümmern. Wir könnten schon sogar eine zerstören, aber ich warte das ist mal noch. Die großen Geschütze reichen bis vor der Stadt und die reichen bis zur Stadt, okay. Also auf die Straße kann ich mich schon mal stellen, okay. Okay, okay, okay. Interessant. So, ein Kreuzer hat er da, sonst hat er noch nichts. Okay, dann werden wir mal die hier hinstellen und bauen einen Raketenwerfer. Du, 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 du. So. Dann bauen wir mit ihm hier auch eine Artillerie hin. So. Weil das Blöde ist jetzt, er hat seinen blöden Kreuzer da so dämlich hingestellt. Was ich nicht so toll finde. Sehr schön, den kann ich jetzt angreifen. So, dann einnehmen und einnehmen. So, und dann geht's jetzt hier hoch. Sehr schön, mit dem Bomber warten wir hier noch. Gut. Der kommt da überall hin. Okay, aber ich kann mich schon mal um den Kreuzer hier kümmern. Sehr schön. So, den muss ich hier leider wegstellen. Geht leider nicht anders. So, du gehst dahin und wir bauen einen weiteren Raketenwerfer. So, wird jetzt mit Kann Kit ein bisschen viel Raketenwerfer rumgespemmelt sein, das weiß ich jetzt schon, aber naja, gut.
So, das hat gut geklappt. So, damit müssen wir auch diesen Kreuz hier nicht fürchten und können dann ungestört einen Bomber bauen. Ja gut, der macht mir noch ein bisschen viel Sorgen. Und der kann da, glaube ich, auch hin, ne? Ja, der würde da auch hinreichen. Deshalb warten wir hier noch. Gut. Nervt schon, finde ich, fast ein bisschen mit diesen blöden Lasern. Aber naja. Wir müssen uns damit ja leben. Und eigentlich hat er diese beiden, diese drei Seeeinheiten hier auch nur eigentlich, weil sie schön aussehen. Einen anderen Grund haben sie nicht. Vor allen Dingen war das sehr intelligent von ihm, die so hinzustellen, dass ich sie beide mit dem angreifen kann. Naja. Soll er das machen, wenn er, wenn dem das gefällt? So, und ich habe mir das auch schon so geplant, dass ich die beiden hier jeweils eine Stadt gönne. Und die mittlere Städte bekommen dann nochmal Kit und Aichel. So, dann wird das hier eingenommen. Das haben wir schon eingenommen, bauen einen weiteren Bomber. Kann ich das zerstören? Ja, wir können ja schon mal ein bisschen angreifen hier. Wir müssen ja hier nicht auf nichts warten hier. So, schön auf das Schlachtschiff hier, damit das schon mal zerstört ist. Weil dann haben wir auf Kids Seite schon gar nichts mehr zu befürchten an gefährlichen Einheiten. Gut, natürlich muss ich auch Acht geben und immer wieder gucken, was seine Gabe macht. Ja, ist aber noch ein bisschen hin. Aber ich denke mal, wenn ich alle besiegt habe, dann wird er sie einsetzen. Und dann wird es gefährlich. Dann wird es richtig gefährlich und richtig schmerzhaft. Ja, das schafft er. Das schafft ja der. Da muss ich ja nicht meinen Bomber für verschwenden. So, haben wir auch das hier erledigt. Und mit dem hier werde ich mich gleich auf den Bomber aufmachen. Was sage ich, den Bomber aufmachen? Natürlich das Schlachtschiff zerstören. Weil das ist noch gefährlich hier. Ja, du gehst mal in diese Richtung. Ja. Ich weiß, eigentlich brauche ich hier nichts zu bauen. Aber naja, komm. Und ich sehe auch schon, dass das erstmal ziemlich schmerzhaft war. Aua. 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 Schmerzen über Schmerzen. Okay, was das bringen soll, weiß ich nicht, aber gut. So, ich werde jetzt damit planen, dass er in dieser Runde seine Gabe einsetzt. Und damit sollte ich auch planen. Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn er das hier auf diese Infanteries hier macht. Hätte ich absolut nichts gegen. Moment mal, mit dem Einer kann ich ihn vielleicht zerstören? Ja, kann ich sogar gut. Gut, 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 gut. Ja, da komme ich noch nicht hin, okay. Er kann hier ruhig sein, das einsetzen. Ist es egal, ich kann Einheiten bauen, so viel ich will. Wenn ich ehrlich bin, hier gibt es ja Städte en masse und ja, das wird mich nicht stören. Weil der wird seine Gabe, Spezialgabe einsetzen und ihr werdet sie dann auch wohl noch in diesem Part sehen. Und ich verspreche euch, was ihr auch immer schon bereits gesehen habt, das wird alles übersteigen. Aber egal. So, wir bauen einen weiteren Raketenwerfer. Aichel. So, schön auf den hier drauf. Ja, es ist sehr schön. Wir bauen hier noch eine Infanterie. Vielleicht geht er ja auch auf diese ganzen Einheiten hier, aber ich schätze nicht. Er wird wahrscheinlich hier drauf gehen. Dafür sind sie so viel im Rudel unterwegs. Gut, also, und mit diesen Bildern, die ihr jetzt gleich sehen werdet, verabschiede ich mich schon mal. Es wird jetzt heftig. Und ich rate euch nur schon mal, den Kopf einzuziehen. Und euch, das Fenster aufzumachen, um nicht gleich zu ersticken. So. Furchtbar euer ganzes Sein.
Meteoritenregen. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht, ne? Ja, also das wird uns wahrscheinlich noch in den kommenden Parts doch deutlich beschäftigen, diese lustige Gabe. Ja, also ich hoffe, wir können uns irgendwie von diesem Schaden erholen. Das ist doch sehr heftig, aber gut, das habe ich ja schon geplant, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, das war keine große, keine richtig zu heftige Überraschung für euch, dieser riesige Meteorit. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.